Meine Damen und Herren, Winter Wonderland war das ein Beispiel für das profane Liedgut zu Weihnachten, aber auch ein Beispiel für das, was wir Ihnen heute Abend versprochen haben, nämlich internationale Weihnachtslieder aus den USA kam es. Und in diesem Motto wollen wir weitermachen. Das nächste wird sein eine sizilianische Weise, Sie kennen es alle, ich will es nicht verraten. Darauf dann wieder ein Sprung über den großen Teich, Jingle Bells und... Ja, ich weiß gar nicht, wozu ich Ihnen die ganzen Titel verrate, denn Sie kennen sie alle. Und wenn Sie sie nicht auf Anhieb erkennen, nun ja, ein bisschen raten macht ja auch Spaß.
Man sollte nicht glauben, meine Damen und Herren, wie genau einige Hörer zuhören. Eben wurde ich rausgerufen ans Telefon und man sagte, das Erste, was ich angesagt hätte, was ich als sizilianische Weise angekündigt habe, das sei gar keine sizilianische Weise, das sei ein österreichisches Volkslied. Das klärt sich ganz einfach auf. Die Weise kommt aus Sizilien und der Text, der später drauf gemacht worden ist, der kommt aus verschiedenen Ländern.
Ja, der alte Meister Händel würde sich wohl im Grabe umdrehen, wenn er hörte, was hier aus seiner Tochter Sion gemacht worden ist. Aber würde er das wirklich? Denn als man einmal den Playback-Initiator Jacques Lussier fragte, was er wohl glaube, was der Thomaskantor zu seiner Musik sagen würde, zu dem, was Jacques Lussier aus Bach gemacht hat, dann sagte er, na, der alte Bach, der würde uns natürlich umarmen. In der Zeit, als Bach lebte und die anderen großen Meister, da war es gar nicht so unüblich, dass der eine Musiker das, was ihm gefiel, von einem anderen übernahm und dann eben etwas anderes daraus machte. Die Traditional Jazz Union haben sich also in das Spezialgebiet der Weihnachtslieder ausgesucht, durchaus im Sinne dieser alten Tradition. Es gibt übrigens einen alten Musiktheoretiker, Johann Mattheson, der lebte in Hamburg so ungefähr vor 200 Jahren und der schrieb einmal, muss ich jetzt genau ablesen, sonst wird's falsch, es gibt Musiker, die erschnappen gern eine fremde Erfindung, davon doch oft nicht zwei Noten ihre eigenen sind. Sie wissen aber diese Entwendung dermaßen geschickt einzurichten, auszuarbeiten und zu schmücken, dass es eine Lust ist. Dermaßen legitimiert in unserem Tun auch den zum vermehrten Weihnachtslustgewinn.
Wenn ich mich nun also wieder zu Wort melde mit einem Zettel in der Hand, dann will ich nicht weiter historische Zitate von mir geben. Nein, ganz im Gegenteil. Diesmal handelt es sich um zwei Zitate von Zeitgenossen, die gleichzeitig so etwas wie eine Absegnung derartig aufbereiteter Lieder durch zwei Kirchenvertreter, schön dem Proporz nach, natürlich von beiden Kirchen, hier darstellen. Der eine sagte, wenn ich das so höre, macht mir Spaß, weil ich merke, dass es spontan musiziert ist, im Gegensatz zu den Schnulzen, die man sonst hört. Ich würde sagen, so geht's. Und der geistliche Herr der anderen Kirche sagte, ich bin überrascht, eine gute Melodie adelt auch das Arrangement. Das merkt man sehr deutlich. Insgesamt gesehen ist dies eine Weihnachtsmusik, die anspruchsvoll und ansprechend gemacht ist. Ja, wie geht Ihnen das runter, meine Herren? Nun, damit sind wir auch so fast schon am Ende unserer Nachtmusik im WDR angelangt. Die letzten drei Titel. Es ist ein Rosensprung, wie könnte es anders sein? Chimes Blues, wie der sich hier reingemogelt hat, weiß ich nicht so ganz genau. Und um das Internationale wieder voll zu machen, Ad Este Fidelis, Latein.